Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück hier in meiner kleinen, aber feinen Werkstatt. Zusammen mit dem lieben alten Walter. Wir sind hier in der Werkstatt und ich habe mir vor lauter Schreck drei Autos schon zusammengesucht. Wobei ich vergessen habe, dass da hinten schon einer steht. Deswegen habe ich den hier aus Versehen nochmal geholt. So, dann nehmen wir erstmal diesen Kunden an. Der wartet nämlich schon länger. Und da gucken wir nach Riemenspanner, Wasserpumpe, Zahnriemen. Das haben wir schon mal gehabt. Sollten wir eigentlich ganz schnell hinbekommen. Dann machen wir hier mal die Haube auf. Genau, da haben wir nämlich den... Ups, das ist zu weit. Da haben wir nämlich einen ganzen Ratz. Den nehmen wir mal mit. So, dann holen wir das Zeug hier. Halt erst den Keilriemen. Da rufen schon die Nächsten wieder an. Alter, das geht hier Schlag auf Schlag, liebe Leute. Das ist ja völlig unbegreiflich. So, die alte Lichtmaschine raus. Die Lichtmaschine ist dafür da, dass nicht Licht am Auto, das heißt doch indirekt auch Licht am Auto ist, natürlich. Aber es ist halt der Generator, der Stromgenerator, der das ganze Auto mit Strom versorgt. Dauerhaft mit Strom versorgt, wo du dann zum Beispiel das Auto auch mit starten kannst. Du hast, so, dann müsste das ja eigentlich alles sein, ne? Zahnriemen? Was haben wir hier? Zahnriemen, Wasserpumpe, Riemenspanner. Okay, alles klar. Wo du dann zum Beispiel Radio mitlaufen lassen kannst. Du kannst das Auto anlassen. Du kannst Licht betreiben natürlich. Deswegen auch Lichtmaschine. Du kannst, was auch immer. Keine Ahnung. Ist halt so ein kleiner Stromgenerator. Deswegen, also. Zahnriemen, das ist der hier. Jawohl. So, dann nehmen wir noch den Riemenspanner. Jawohl. Und was war das noch? Riemenspanner? Und was war das noch? Scheiße. Jetzt habe ich es nicht auf dem Schirm. Hallo. 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 Wasserpumpe. Nee. Fuck. Jetzt habe ich es vergessen vor lauter Rederei, ey. Ja, das ist so. Im Alter ist das irgendwann mal so. Wasser, doch, die Wasserpumpe. Wasserpumpe R4. Alles Chlor. Herr Kommissar. So, dann nehmen wir hier noch die Wasserpumpe. Wasserpumpe R4. So. Das Ding nehmen wir mit und dann können wir dann nämlich hier da einbauen. Nee, das ist halt, das macht die Lichtmaschine. Die Lichtmaschine, wie gesagt, versorgt das Auto mit Strom. So, nehmen wir den besseren natürlich. Das Steuergehäuse wieder drauf. Die vier Schrauben dran. Die obligatorischen. Und dann haben wir nämlich hier schon fast alles wieder drinne. So. Du kommst dran, dann kommt die Tragrolle noch dran. Oder auch Umlenkrolle. Ne, eigentlich, Umlenkrolle ist auch falsch, ne? Umlenkrolle ist nicht richtig, ne. Oder doch? So, nehmen wir die heile Wasserpumpe. Dann kommen der große und der kleine Keilriemen. Und dann sind wir fertig. Klappe zu. Aber tot. Und tschüss. Nicht fertig. Okay, ich hab's wieder vergessen. Ist das normal oder liegt das bei mir am Alter? Ich habe keine Ahnung. Vergisst man sowas mal? Habt ihr das Spiel auch? Vergisst man sowas mal? Ist das normal? Vergisst man sowas öfter? Ich habe keine Ahnung. So, neuer Auftrag, neues Glück. Die Lagerbuchse, Spurstangenkopf und der untere Querlenker A. So, das heißt, das Ding ist wieder unten drunter. Das ist nicht mehr im Motorraum, sondern wieder unter das Auto, müssen wir. Dazu lassen wir das Auto fliegen. Und dann wollen wir mal gucken. Oh, 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 oh. Da sagt der TÜV aber nö. Guck mal, da haben wir auch kaputt. Okay, also. Dann nehmen wir den erstmal raus. So, der kann weg. Hä? Warum? 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 Wo fehlt's noch? Woran fehlt's? Woran scheitert's? Ah, an der Schraube. Okay. ja, okay. Der Fehler saß vor dem Bildschirm. Das ist keine Frage. Eigentlich müsste man tatsächlich erst das Rad abbauen. Das machen wir jetzt auch. Und dann nehmen wir die euren Schrauben mal raus, dass wir da wirklich vernünftig dran arbeiten können. Denn das machen wir auch in Wirklichkeit. So, dann klappt das nämlich hier auch mit dem Nachbarn. Dann können wir nämlich hier auch den Spurstangenkopf mit lösen. Dann haben wir noch irgendeine Lagerbuchse? Untere Lagerbuchse. Bist du das? Lagerbuchse? Sag mal, was hast du denn für einen Zustand? Zustand unbekannt.
Zustand unbekannt. Das ist da drüben. Oh, die Musik macht es nicht einfacher. Was denn für eine Lagerbuchse, liebe Freunde? Was ist ja... Nee, das ist ja nicht die. Überprüfungsmodus. Komm! Also hier offensichtlich wohl nicht. Ah, da hinten ist er. Lagerbuchse. Die ist noch im Eimer. Okay, können wir die ausbauen? Nee, ne? Müssen wir wirklich... Erst dazu... Oh doch, die können wir so ausbauen. Lol, was hat die denn... Hä? Wenn da nichts dran ist an dieser Lagerbuchse, warum kann ich hier einen ausbauen? Das verstehe ich nicht. Sorry, aber das verstehe ich nicht. So, wir brauchen Lagerbuchse, Spurstangenkopf und unteren Querlenker. Ah. Ich hoffe, ich behalte das. So, das haben wir jetzt... Egal, alles. Pass auf. Querlenker. Querlenker A. Das nehmen wir. Lagerbuchse. Buchse. Ich habe eben Buchse mit. Und Spurstangenkopf. Spurstangen. Alter, schreib doch mal Deutsch. Kopf. So, dann haben wir. Dann können wir die Karre auch wieder zusammenbauen. Also, dann machen wir das. Mit der 2 können wir das machen, ne? Dann können wir das hier reinpacken. Dann können wir auch gleich noch eine Runde Schrott verkaufen. Huch. So, komm her. Nee, will ich nicht. Ich will den besseren dran machen. Siehst du, das meine ich nämlich. So, und dann kommst du noch rein und dann können wir nämlich den Spurstangenkopf auch noch mit dran nageln. So. Dann kann das Rad drauf. Und wie immer meine heißgeliebten Schrauben. Die Radbolzen schön in Sternform über Kreuz, dass das Rad auch vernünftig fest ist. So, liebe Leute, das war's auch mit diesem Auto. Alter, ich schwör's dir, meine Werkstatt würde boomen, wenn ich mich nur auskennen würde. Das ist die Vorsitzung. Auch nur 320. So, pass auf. Jetzt nehmen wir hier einfach mal den ganzen Schrott und verkaufen. Können wir nicht alles verkaufen? Verkaufe Schrott. Yo. Verkaufe Schrott. So, jetzt haben wir noch mal ein bisschen Platz wieder. Wir haben 4.500 Euronen und 1.200 Erfahrungspunkte. Und wie viel brauche ich, um hier vorwärts zu kommen? Wie viel brauchen wir denn? Schnelle Schrauben lösen. Ah, Aufwertung verfügbar. Eine für 1.000 Erfahrungspunkte. Ah, läuft. Okay. Jetzt muss ich natürlich für schnelles Zusammenbauen zerlegen. Schnelle manuelle Überprüfung. Tablett. Also wir machen schnelle Schrauben lösen. Das kaufen wir einfach mal. So, dann können wir das Auto nämlich schneller zerlegen. So, was hast du hier für ein Problem? Eine Zahnstange. Ja, dann kommst du doch mal auf die linke Bühne. Und dann wollen wir nochmal gucken, was mit der Zahnstange so... Was geht bei dir? Was mit der Zahnstange so los ist? Haben wir hier vielleicht... Schon etwas zum Kaufen. Zahnstange. So, dann kaufe ich die jetzt einfach mal und habe die Hoffnung, dass es auch wirklich nur die Zahnstange ist. Oh ja, sieht ganz... Hä? Nein! Da kommen wir so ohne weiteres nicht dran. Da müssen wir erst Reifen abbauen. Oh geil, Alter, das geht da voll schnell. Lol. Jetzt musst du hier wirklich den ganzen Quark abbauen, dass du da an diese scheiß Stange drankommst.
Ey, das kann es doch echt nicht sein. Hallo, Reifen? Aber wie schnell das geht. Cool. Und dann sag mal einer, das Spiel ist langweilig. So, pass auf. Dann können wir nämlich die Zahnstange wieder anbauen. Nein, ich wollte die neue haben, bitte. Lol. Baut er die alte wieder ein, der Blödmann? Na, so kann es ja nichts werden, ne? So, die Spurstange, Spurstangenkopf wieder dran. Und die Schraube wieder ran. Der olle Reifen. Ja, ich weiß, das war diesmal nicht über Kreuz, wie ich es immer so schön predige. Aber ey. Gehen wir da noch hin? Ja, cool. Voll gut. Das war jetzt aber so gnadenlos unter meinem Kopf. Es tut mir leid. Macht aber nichts. So, weiter der alte Schrauber, der schraubt jetzt hier wie ein Weltmeister, ey. Alter, guck dir das an. Das ist ja wie, als wenn er nie was anderes gemacht hat. Fertig, abwischen. Voll gut. Voll gut. Und, Alter, 1600 Eier. Cool. Voll gut. Leute, das war's. Wir sind durch. Hui. Kann nicht, schade, ich kann nicht springen. Aber die Werkstatt verlassen, das ist auch eine arme Sau hier, ne? Ah, guck mal. Teststrecke, Alter. Da gehen wir mal nächste Folge drauf ein. Da muss ich mal gucken, was wir hier so machen können. Meine Werkstatt, dann können wir nämlich hier draußen auch noch auf der Teststrecke und ins Auktionshaus. Ich glaube, wir können auch Autos kaufen und verkaufen. Das machen wir einfach mal. Nächste Folge, neues Glück. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Danke fürs Zuschauen. Gebt mir einen Daumen nach oben. Lasst auch ein Abo da vielleicht. Und dann bis neulich. Ciao.